Wann triffst du ihn denn, euren neuen Chef? Morgen. Weißt du, wie er heißt? Georg Schmidt. Nicht unser Georg Schmidt von früher. Bevor wir in die Details gehen, da sollte ich dir wohl mitteilen, was ich heute Morgen Merkwürdiges auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Komischer Auftakt zu meinem ersten Arbeitstag. Es ist doch deine Assistentin, oder? Gunnar, hätte ich's wissen müssen. Sie wirkt auch viel zu nett, um ganz koscher zu sein. Das ist eine Fälschung. Ich war nie mit Sabine in diesem Restaurant. Ist doch jetzt auch egal! Wenn ich fragen darf, wieso glaubst du denn, dass er es war? Ich kenne das noch von der Schule. Er hatte so eine Art Pakt mit mir geschlossen. Ein Pakt? Anna gehört dir. Nimmst das mein Geburtstagsgeschenk? Er hat mir Anna überlassen, unter der Bedingung, dass er sie zurückhaben kann, wann immer er will. Und jetzt will er. Hi. Hi. Ist das Ihr Auto? Eine schnelle Runde, hm? Komm. Ja, aber nicht zu schnell. Das letzte Mal, als Georg an ein paar Kids was gezeigt hat, gab es nämlich einen Unfall. Ihm ist nichts passiert, aber die Kinder. Hast du überhaupt nichts begriffen? Dieser Mann ist der Teufel. Deine Tochter? Komisch, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelt in dem Alter. Ich schlag vor, wir ziehen alle ins East Village. Da gibt's eine Musikszene, hier nicht. Musik interessiert mich ein Scheiß. Du weißt nicht, was es heißt, in der Band zu sein. Das ist meine echte Familie.